Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy. Guten Tag, meine Freunde. Und der geilen Möhre. Und fahren jetzt los zur Schule. Ach ja. Aber mein Tank, ne? Miese Zeiten momentan. Aber bevor ich losfahre, erstmal tanken, weil es wichtig ist. Ach ja, ich glaube, ich komme heute wieder zu spät. Tschüss, wie teuer. Ja. Morgen. Einmal die Eins. Sechser, oder? Danke. Tschüss. So, ich bin wieder on the road. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Schule. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich gar keinen Bock wieder zu spät zu kommen. Wie die restlichen Tage immer. Ich weiß noch nicht, wie viel Akku ich noch habe auf meiner GoPro. Da es eigentlich sehr spontan gerade ist und ja. Oh Mann. Die Henne mal. Ich fahr anders, glaube ich. Ey Leute, ich wurde letztens geblitzt. Total witzig, Alter. Ich wurde von so einem Zivilauto, von so einem Skoda, und die haben so einen Kofferraum, im Kofferraum so einen Blitzer gehabt. Und ich habe ihn voll verjagt. Ich hatte dann so starke Kopfschmerzen, das ist der Wahnsinn. Fahren wir jetzt heute mal wieder über Feld. Ach ja, die guten alten Feldwege, du. Hier bin ich öfters, das ist mein Liv hier. My life, my Liv. Oh man, ich komm locker viel zu spät. Ey. Oh man. Ja, moin Leute. Oh, ich will mich nicht maulen heute. Nee, das möchte ich doch nicht. Ich habe voll Angst, dass der irgendwann mal im Trecker um die Kurve kommt. Und dann bin ich abgewusst, ey. Boah, hier spritzt die ganze Scheiße hoch, Mann. Oh. Bei Hunden immer ein bisschen langsamer werden, weil da kriegst du meistens auch keinen Stress. Der war richtig pissig, ja. Oh.
jetzt wieder gesittet fahren. Warum muss ich das? Weil ich es kann. Also das finde ich echt gewagt. Ja, wenn ich Glück habe, ja, darf ich auch nochmal rausfahren. Das ist eine angemessene Geschwindigkeit, in der wir uns hier gerade befinden, um auch gut dem Fluss zu folgen. Schnelligkeit ist nicht immer alles. Es liegt auch am fahrerischen Können, dass wir auch mal ein bisschen mehr in die Kurven reinhauen können. Und ja, im Optimalfall bleibt keiner liegen, ne? Und ja, Bruder, wie geht's? Auch so ein langsamer Vogel hier. Ja, moin. Wir befinden uns gerade im legalen Bereich und ja, ich hoffe mal, dass es hier jetzt nicht zu Schwierigkeiten oder irgendwelchen anderen Sachen kommen kann, da ich das alles sehr im Griff habe und das auch alles durchziehen werde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade die Zivilpolizei hinter mir ist und mich dezent anguckt. Ich vermute es, das ist keine Äußerung, dass dies ist. Das ist einfach eine Vermutung. Wie schnell darf man hier überhaupt fahren? Alter, wie schnell darf man hier fahren? Ich fahre hier seit einem Jahr immer lang und ich weiß nicht, wie schnell man hier fahren darf. Ich glaube 50, oder? Hä, ohne Scheiß, Mann, ich weiß es nicht. Was ist denn da los? Was ist denn da los, ey? Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Also das ist jetzt hier echt, das wird mir hier zu bunt. Ey Leute, ich habe gehört, dass man jetzt auf Mofas zu zweit fahren darf. Ist das wirklich so? Ich habe das jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass man jetzt zu zweit mit der Mofa fahren darf, also auf 25 km/h Roller, dass man da eine zweite Person mitnehmen darf. Ist das so? Weil irgendwie glaube ich das nicht. Also es wäre schon geil, ne? Aber irgendwie auch unnötig bei so einer Geschwindigkeit, aber ja. Also ich bin mir da echt nicht sicher, ob man das darf. Aber irgendwie habe ich auch gar keinen Bock, jetzt zur Polizei zu gehen, um zu fragen, weil ich fahre ja eh nicht mehr lange im Hofer. Aber wäre halt cool zu wissen, wenn ich mal wieder wen mitnehme. Oh fuck, nee, doch nicht. Wenn ich mal wieder wen mitnehme, halt zu wissen, die können mir nichts. Dass man halt nicht immer abbiegen muss, ne? Naja. Ach, keine Ahnung, Mann. Das Gesetz, das ändert sich ja ganz schön häufig, ne? Was ist denn hier los? Na, ja. Oh, oh ja, yeah. Kurve. Watch me whip, don't watch me in it. Ich kann leider kein Gas geben und dabei tanzen, es tut mir doch so leid. Ist meine GoPro überhaupt noch an? Ja, heftig. Das ist ja der Wahnsinn, du. Ich habe irgendwie Angst, dass jetzt Lehrer hinter mir sind von mir, weil die meckern manchmal, wenn man halt so schnell unterwegs ist. Ja, Fräulein,
Wo ist denn los? Rechts vor links hatte sie nicht. Naja, Leute, ich würde sagen, hiermit beende ich das Video. Ich wünsche euch viel Spaß in der Schule oder was weiß ich, was ihr so macht. Okay, am Wochenende werdet ihr wahrscheinlich keine Schule haben, ne? Ich denke, oder ihr werdet es heute Abend sehen, ich weiß es nicht. Viel Spaß beim Lernen.